Hallo meine Mitpiraten, hier ist Sebastian von Play Plunder Pirates und heute bringe ich Port Duro zu euch. Port Duro ist die erste Singleplayer Mission oder Kampagne, wie auch immer man es nennen möchte, und wir haben die erste Mission bereits erfüllt im Rahmen des Einführungsvideos, was ihr euch auch auf meinem Channel angucken könnt. Und jetzt werden wir die weiteren drei Missionen abschließen, durchführen, damit wir die komplette Kampagne erfüllen können. Hier im Video seht ihr gerade die Übersichtskarte. Wie ihr seht, ich habe noch nicht sehr viel erkundet von den sieben Weltmeeren. Journey complete, sehr gut, also Reise vollständig. Der Text ist leider komplett auf Englisch, aber ich werde euch natürlich alles übersetzen, kein Problem. Und in der Regel hat man ja auch ein bisschen Englisch in der Schule und dann kann man sich das schon beibringen. Ihr seht da auf der rechten Seite ein Hai schwimmen. Super schöne Grafik übrigens. Nochmal ganz großes Kompliment an Robi und Midoki, die Hersteller des Spiels. Hier seht ihr meine Base. Jetzt bin ich wieder zurück auf den sieben Weltmeeren. Hat sich hier nichts verändert. Und wenn ihr auf das Piraten-Icon über dem Schiff klickt, sind eure Piraten quasi wieder bereit nach einer Reise. So, ich schicke sie jetzt mal nach rechts unten. Und ihr könnt sehen, immer wenn ihr etwas von dieser grau-braunen Fläche, wenn ihr da rankommt, könnt ihr sie erkunden. Dann wird die grün. Und die grünen Fragezeichen bedeuten, nachdem das Schiff seine Reise vollständig habt, seht ihr dann, was sich dahinter befindet. Super cool. Und auf diesem hellblauen Wasser dauert es nur 6 Sekunden, um euch zu bewegen. Umso dunkler das Wasser wird, umso länger dauert es leider. Journey complete, Reise komplett. Sehr gut, Captain, sehr schön. Hier seht ihr mal ganz kurz die komplette Karte. Oh, Quest Progress. Es ist auch so, es gibt ja ganz, ganz viele Missionen bei Plunder Pirates, ähnlich wie bei Clash und Boom. Und natürlich gibt es diese auch bei der Erkundung. Also umso mehr ihr von der Karte erkundet, desto mehr Gems bekommt ihr, desto mehr Gold und Grog und so weiter. Und hier seht ihr Port Duro. Wie gesagt, die erste Mission habe ich bereits geschafft. Drei weitere Missionen brauche ich noch. Oh, ich habe gerade keine Piraten, deshalb kann ich nicht angreifen. Das ist natürlich ganz gut. So, ihr müsst also auf das Piratensymbol klicken, über dem Schiff, damit die Einheiten wieder frei sind. Hier seht ihr meine Kaserne, meine Taverne. Ich bin momentan voll, ich kann gar nicht mehr rekrutieren. Also, auf zum Angriff! Piraten, klickt auf Fight, auf die beiden Schwerter, die Säbel, und dann geht's los. Lasst uns plündern. Okay, hier ist Captain Tinto. Ihr seht, er hat zwei Kanonen und ein Schiff. Was ihr dringend machen wollt, ist, greift die Kanonen als allererstes an, weil die können sich komplett drehen. Das Schiff kann sich nicht drehen. Das heißt, wenn ihr euch nicht im Einzugsbereich von dem Schiff befindet, kann es euch auch nicht bekämpfen. Was hier jetzt nicht ganz so klug war, ich habe alle Einheiten auf eine Kanone geschickt. Danach sind die Einheiten auf die Pirate Hall weitergelaufen. Das heißt, sie werden beschossen, sterben und greifen nicht die zweite Kanone. Was also eine bessere Taktik wäre, wenn ihr Einheiten auf beide Kanonen gleichzeitig schickt, geht natürlich sicher, dass die Einheiten die Kanonen auch umbringen werden. Boom! Sehr schön. Und wie ihr seht, wirklich eine wunderschöne Grafik. Ihr könnt euch drehen, ihr könnt alle Gebäude, alle Einheiten von allen Seiten sehen, ihr könnt reinzoomen, super, super herrlich, schön. Das Grog Storage, aber geil, ja. Meine Soldaten sind durstig, sehr schön, die Belohnung haben sie sich verdient. Da sehen wir noch eine kleine Builders Hut, wo halt die kleinen Werker sind. Und jetzt seht ihr, okay, meine Soldaten schwimmen rüber zum Schiff und werden... Sieht irgendwie nicht so aus, als ob das Schiff auf sie schießen würde. Aber eigentlich schießt das Schiff auf Einheiten, die links und rechts von sind. Total Destruction, alles zerstört. Wunderbar, 3 Sterne. Der beste Sieg, der möglich ist. Ich kriege 12 Pirate-Punkte. Ich gehe Pirate Rank hoch. 650 Gold, 925 Grog. Wunderschön. So. Und ihr seht, mein Schiff hat quasi 120 Punkte, um die es sich nach links, rechts, wo auch immerhin bewegen kann. Nachdem ihr einen Kampf erfolgreich erfüllt habt, müsst ihr natürlich neue Piraten rekrutieren. Ich empfehle momentan 5 Buccaneers und 5 Gunners.
Dann habt ihr quasi ein paar Kämpfer aus der Nähe mit ein bisschen mehr Health, Gesundheit, Lebenspunkten und noch 5 Einheiten, die aus der Entfernung angreifen können, ähnlich wie den Archern. Und die Buccaneers sind so wie die, sag schnell, Barbarians in Clash oder Rifleman in Boom. Okay. Gut, hier sehen wir also meine Base, schon sehr, sehr schön. Ich habe 10 neue Krieger, also geht es auf Bordeaux Mission 3. Uiuiuiui. Okay, wir sehen also 2 Kanonen und so einen Kanonentower in der Mitte. Der Kanonentower ist richtig fies, weil der kann quasi 2 Schüsse parallel abgeben. So, ich schicke also erst 5 Einheiten auf die erste Kanone, weitere 5 Einheiten auf die zweite Kanone, damit wirklich beide Kanonen parallel ausgeschaltet werden. Sehr gut, erste Kanone weg. Ihr seht, meine Einheiten von der Kanone rennen gleich zur Pirate Hall, was nicht so schön ist. Unten rennen die Leute von der zweiten Kanone zu diesem Builders Hut, ist auch nicht so schön, weil natürlich der Kanonentower weiter noch beide schießt. So. Und ihr seht, der Kanonentower ist verdammt mächtig. Ja, meine Gunners sind weg. Unten ist noch ein Gunner, der zielt auf das Schiff. Wird zum Glück dabei nicht vom Kanonentower erwischt. Und der Kanonentower schießt auch gerade nicht auf meine 3 Buccaneers und 2 Gunners, die die Pirate Hall angreifen. Aber nichtsdestotrotz versucht wirklich, dass hier die Defense-Gebäude, also die Verteidigungstürme, gleichzeitig angreift. Weil ansonsten kann es wirklich passieren, es gibt ja ein paar Gebäude mit ein bisschen mehr Lebenspunkten, dass dann diese gerade bekämpft werden. In der Zeit, wo sie bekämpft werden, schalten diese Kanonentürme eine Einheit nach der anderen von euch aus. Das ist ganz, ganz scheiße. Ihr werdet später noch andere Einheiten bauen können, wie die Brutes, die auf Verteidigungsgebäude spezialisiert sind. Das heißt, die rennen direkt immer zu den Verteidigungsgebäuden. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis wir diese haben. So. Aber ihr könnt euch gerne auch schon meine Videos in Englisch anschauen, sofern euer Englisch, sofern ihr etwas mitbekommt. Denn da habe ich schon diese Advanced Units, diese verbesserten Einheiten. Und ihr könnt sie in Action sehen. Sehr gut. Großer Sieg. 12 Punkte bekommen. 900 Gold, 1000 Grog. Das reicht, um viele neue Piraten zu rekrutieren. Sehr schön. Etwas hätte ich von dem Grog auch gerne, aber das geht ja leider nicht. Wenn Rovio das schaffen könnte, dass man auch was von dem Grog bekommt, das wäre hammer, hammer geil. So. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich gehe zurück in meine Base. Okay, ich kann meine Taverne leider nicht upgraden, solange ich Piraten rekrutiere. Das ist natürlich Mist. Gut. So, ich bin wieder auf meiner Meereskarte. Port Duro. Mission Nummer 4. Ihr seht, wieder 2 Kanonen, wieder ein Kanonentower, nein, 2 Kanonentower, wow. Und der Kanonentower ist auch noch geschützt vom Schiff. Also das wird hier kein Kinderspiel. So, ich schicke meine 5. So, und die können müssen natürlich auch... Oh! Da habt ihr gerade gesehen, da sind gleich 2 Minen explodiert, die natürlich meine Buccaneers fast komplett umgebracht haben. Die haben kaum noch Lebenspunkte. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Fast alle Gunners tot. Nur noch einer ist da. Nur noch 2 Buccaneers. Der Gunner ist tot. Ein Kanonentower weg. Okay, ich hab gerade mal noch einen einzigen Buccaneer. Und... Sehr schön, er kann natürlich das Schiff noch töten, da aus irgendeinem Grund das Schiff hier gerade nicht schießt. Aber der hat natürlich keine Chance gegen die Türme und Einheiten. Also keine Chance. Aber ihr seht hier wunderschön, wie er durchs Meer schwimmt, auch die kleinen Ringe drumherum. Also wunderschön animiert. Und oh, und der ist im Wasser gestorben. Scheiße. Und ich bekomme auch direkt 12 Punkte abgezogen. Kein Gold erobert, kein Grog erobert.
ganz, ganz bittere Niederlage hier. Ganz, ganz bittere Niederlage. Also in Port Duro, Mission 4, könnt ihr eigentlich nicht schaffen mit 10 Einheiten. Ihr wollt auf jeden Fall eure Taverne upgraden. Da ist die Taverne. Ich baue hier nochmal 10 Einheiten, aber im Grunde bringt es nichts. Ihr müsst die upgraden. So, kleiner Zeitsprung. Das ist jetzt ungefähr ein paar Stunden vergangen. Ich habe meine Taverne upgraded. Ich kann 20 Einheiten mittlerweile bauen, also doppelte Stärke. Damit sollte es möglich sein, endlich Port Duro Mission 4 zu erfüllen. Wie gesagt, 2 Kanonentower, 2 normale Kanonen und das Schiff. Und ihr wisst, da sind auch Minen verteilt. Minen sind ganz, ganz gemein. Deshalb wollt ihr auf jeden Fall Einheiten nicht auf einer Stelle quasi einfügen, sondern verteilt die schön parallel, damit, wenn eine Mine explodiert, die nicht alle eure Einheiten auf einmal beschädigt. Ihr könnt auch quasi erstmal so eine Einheit vorfühlen lassen. Wenn keine Mine da ist, könnt ihr alle anderen Einheiten nachschicken. Sonst könnt ihr mal nach rechts oben schauen. Alle Buccaneers, also fast alle Buccaneers sind zusammen und laufen auf eine Mine rauf. Bumm, alle tot auf einmal. Super scheiße. Das sollte euch nicht passieren. So, mal gucken, ob meine Gunner das noch schaffen. Jetzt nehmen sie erstmal die Pirate Hall auseinander. Aber ihr gesehen, ich habe quasi 8 Buccaneers auf einmal verloren. Das ist richtig, richtig bitter. Das wollt ihr auf keinen Fall, dass da was passiert. Deshalb verteilt die bitte schön nicht auf einen Fleck. Also die Buccaneers und die Pirate Hall schön auseinander. Bumm, 1 Stern. Ihr bekommt immer 1 Stern, wenn ihr die Pirate Hall auseinandernehmt. Das sollte reichen für den Sieg. Kanonentower ausgeschaltet. Und das letzte Verteidigungsgebäude ausgeschaltet. Sehr schön, das war der Sieg. Uns bleiben noch 1 Minute 40, um die restlichen Gebäude zu zerstören. Das Gold Storage und das Rock Storage. Sehr schön. Also wir haben es noch geschafft. Insgesamt aber recht knapp. Man kann es auch mit weniger Einheiten schaffen, wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich in diesem Kampf. Aber lernt aus meinen Fehlern. Deiner geht es euch besser. Aber super geil, wie die Einheiten hier rumspringen und Sieg. 3 Sterne Sieg. Sehr schön, obwohl es zwischendurch nicht mehr danach aussah. Wenn ihr mehr solche Videos haben wollt mit Tipps und Tricks in Deutsch oder Englisch, schreibt mir in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Like mein Video und natürlich abonniert meinen Channel, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Sebastian, over and out. Bye, bye.